Der Klimawandel und seine Folgen stehen derzeit im Mittelpunkt politischer Debatten. Immer häufiger taucht dabei die Frage auf, ob Klimaveränderungen auch gewaltsame Konflikte hervorrufen. Schon 2008 wurde etwa der Krieg in Darfur im Westen des Sudan als Klimakrieg bezeichnet. Heute in Feichtinger Kompakt: Wie realistisch sind Klimakriege? Die Auswirkungen des Klimawandels werden weltweit immer deutlicher spürbar. Hitzewellen, Dürreperioden, Starkregen, Überschwemmungen und der Verlust von Trinkwasser werden vermehrt zu Überlebensfragen. Das führt häufig zu Spannungen und Gewalt zwischen betroffenen Bevölkerungsgruppen, aber auch zwischen Staaten. Der Klimawandel gilt daher als Konfliktverstärker. Organisationen wie die UNO oder die OSZE setzen sich schon seit Jahren mit den möglichen Auswirkungen im Bereich Sicherheit auseinander. Bereits vor 15 Jahren warnten Experten das amerikanische Verteidigungsministerium davor, dass der Klimawandel eine der größten Kriegsgefahren darstellt. Welche Konfliktursachen sind konkret anzusprechen? Der Kampf um Rohstoffe. Um zum Beispiel den steigenden Bedarf an Erdöl und seltenen Erden zu decken, werden zunehmend neue Flächen erschlossen. Das kann rasch zu Grenzstreitigkeiten führen. Durch den Rückgang des Eises in Grönland könnte es in den nächsten Jahrzehnten zu einem Kampf um die wertvollen Rohstoffe kommen. Der Anstieg des Meeresspiegels. Das bewirkt einerseits einen Verlust an Anbauflächen und zwingt andererseits Küstenbewohner zum Rückzug ins Landesinnere. Der Weltklimarat geht davon aus, dass der steigende Meeresspiegel bis zum Jahr 2100 an die 250 Millionen Menschen zwingen wird, ihren bisherigen Lebensraum aufzugeben. Die Ausbreitung der Wüsten, der damit verbundene Verlust an Weideland und Siedlungsfläche schränkt den Lebensraum zusätzlich ein. Extreme Wetterphänomene. Schon heute werden viele Gegenden von Dürre, Überflutungen, Orkanen und Muren heimgesucht. Dadurch werden häufig Ernten vernichtet und Anbau sowie Siedlungsgebiete zerstört. Und Nahrungsmittelsicherheit. Dass Hungersnöte oder Nahrungsmittelengpässe zu Aufständen und Revolten führen, ist hinlänglich bekannt. Gerade die Umbrüche in arabischen Staaten 2011 sind hier anzuführen. In Tunesien ging es um den überhöhten Brotpreis. Der Kriegsausbruch in Syrien wird mit Dürre, Missernten sowie enormen Migrationsbewegungen in die Städte in Zusammenhang gebracht. Besteht nun tatsächlich ein Zusammenhang zwischen Konflikten und klimabedingten Umweltveränderungen? Ein wissenschaftlicher Nachweis ist umstritten und wohl auch nur schwer zu erbringen. Das Austrocknen von Seen und die Verschiebung von Regenzeiten führen per se nicht zu Konflikten. Aber damit verbundene soziale Folgen können Konfliktpotenziale verstärken. Der Klimawandel dürfte jene Länder am stärksten treffen, die ohnehin eine schwache wirtschaftliche Entwicklung aufweisen. Eine Veränderung des lokalen Ökosystems könnte sich zu Konflikten aufschaukeln, die auch umfassende Migrations- und Fluchtbewegungen auslösen. Die Berufung auf Umweltveränderungen kann aber auch als Vorwand für eigenes Versagen oder fehlende Reformmaßnahmen dienen. Im Extremfall können daher Schuldzuweisungen an die Industriestaaten erfolgen, die als Verursacher des Klimawandels gelten. Ressourcenmangel kann auch genutzt werden, um Feindbilder zu erzeugen. Andererseits könnten sich Staaten aber auch gezwungen sehen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und Konflikte zu überwinden. Womit ist daher zu rechnen? Angesichts der Häufung extremer Wetterphänomene in bestimmten Regionen wie der Sahelzone oder im Mittleren Osten und der Zunahme der Bevölkerung in diesen Räumen werden Konflikte wohl nicht ausbleiben. Auch der Wanderungsdruck wird erheblich zunehmen, viele wird es nach Europa ziehen. Möchte man daher Konfliktprävention betreiben und die Folgen des Klimawandels abschwächen, so wird eine gesamtheitliche Herangehensweise nötig sein. Diese reicht von der Entwicklung von Konfliktszenarien über akute Problembewältigung bis zum nachhaltigen Engagement vor Ort, etwa im Rahmen des internationalen Krisen- und Konfliktmanagements und der Entwicklungszusammenarbeit. Wichtig dabei ist die Erkenntnis, dass man Umweltproblemen viel besser durch gemeinsames Handeln auf Augenhöhe als durch Feindseligkeiten begegnen kann. Ein Ausblick: Der globale Gesinnungswandel, der vor allem auf Druck der empörten Jugend entstanden ist, könnte die Wege für innovative Ansätze und gemeinsame Lösungen erleichtern.
Die rasanten Veränderungen lassen aber vorerst erwarten, dass Umweltveränderungen und Bevölkerungszunahme lokal und regional Spannungen bewirken und Konflikte eskalieren könnten. Kriege, die ausschließlich auf Klimaveränderungen beruhen, zeichnen sich allerdings nicht ab. Sie sind aber ein bedeutender Faktor für Konflikte und ein wesentlicher Treiber für Migration.